Na gut. Meine Damen und Herren, es geht los mit Regulation H, Regulation H, der Regulation, auf die viele, viele, viele von euch gewartet haben, denn alle legendären Pokémon samt Wulaosu und Co. sind gebannt. Aber nicht nur legendäre Pokémon, sondern auch die ganzen Pokémon in Paldea, die aus der Zukunft oder aus der Vergangenheit stammen. A.k.a. Fluttermane vor allem. Das bedeutet, wir haben eine brandneue Meta mit sehr vielen neuen Teams und wir haben wieder drei Teams von meinem Boy Shodo geschickt bekommen. Ein Copycat-Team, Let It Snow und Skill Swap. Interessant. So, jetzt ist natürlich die Frage, was wir als erstes verwenden. Hier haben wir ein Copycat, irgendwas mit Oricori, mit Faltereigen, Tanzgeschichten kopieren und so, I guess. Dann haben wir ein Schneeteam. Hagel mit Aurora-Schleier etc. pp. Schätze ich jetzt mal. Und ein Skill-Swap-Team, was wahrscheinlich den Skill-Umkehrung und so weiter beinhaltet. Boah, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, mit was wir anfangen sollen. Ich denke mal mit Maybe Let It Snow. Gucken wir mal, was hier alles drin ist. Und zwar haben wir einen Vulnona mit Lichtlehm und Aurora-Schleier. Außerdem den Aussetzer Blizzard Mondgewalt. Dann haben wir Espinodon mit einem Standard-Set, würde ich sagen. Wir haben ein Fiaro mit Orkanschwingen, Flareblitz, Akrobatik und Rückenwind, was kinder komisch ist, denn die Akrobatik triggert nur, wenn er kein Item mehr hat. Und der Fokusgurt kann nur verloren werden, wenn Fiaro mit einem KP überlebt. Was dann aber bedeutet, dass die Orkanschwingen nicht mehr wirklich zählen und man keine Prio mehr auf Akrobatik hat. Was natürlich kinder egal ist, wenn man den Rückenwind gesetupt hat. Und mit dem Rapidschutz hat man Schutz gegen Prioritätsattacken wie Turbotempo etc. Aber Fokusgurt mit Flareblitz und Akrobatik sieht auf den ersten Blick ein bisschen experimentell aus. So, dann haben wir... Machen wir kurz das Licht ein bisschen heller, damit... So, damit man hier richtig sehen kann. Salmagnis mit einem speziellen Set. Spukball, Surfer, Blizzard und Rollwände. Mit Anpassung und Life Orb. Das ist interessant. Und der Terra Eis. Ah. Das kann, glaube ich, böllern, ha? Okay. Tauros mit dem Walschall, dem Bedroher, Nahkampf, rasender Stier, Erdbeben und Steinkante. Und dann haben wir noch Lapras. Zu guter Letzt mit der Offensivbeste. Blizzard, Gefriertrockner, Eisturm und der Lehmbrühe. Okay. Ich denke, dieses Ding ist relativ selbsterklärend. Alter, ich muss einfach sagen, dieses Bild ist super cool, ne? Einfach Ursaluna. Blood Moon, Ursaluna und ein Dragoran. So cool. Dieses Artwork. So, leider sind wir wieder auf Superball-Klasse. Wir waren einen Kampf vor Meisterball und ich habe leider nicht mal weitergespielt. Deswegen sind wir jetzt wieder in der Superball-Klasse. Aber it is what it is. Ich freue mich übrigens bald wieder mein The Root Sandstorm-Team zu verwenden und mein Epitaph-Team. Mit Damirplex und so. Mal sehen. Aber zuerst benutzen wir mal dieses Ding hier. So. Da bin ich sehr gespannt. Das sind praktisch alles Pokémon, die ich noch nie wirklich verwendet habe. Den habe ich nie verwendet. Foxy natürlich ja. Benkai habe ich auch nie verwendet. Phoenix habe ich schon sehr lange nicht mehr verwendet.
Ryutaro habe ich noch nie verwendet und den Bruder sieht man auch eher selten. Ne? Alter, guckt euch mal das Gegnerteam an. Wie cool ist das denn? Bro, wir spielen Ranked und es gibt Gegner mit Electek und fucking dem Silvaro-Boy aus Hisui, Alter. Ja, cool. Cool. Das ist halt wieder eine Umstellung, ne? Na gut, ja, hier ist Monetigo halt relativ, selbsterklärend. Wenn er mit Monetigo um Primarene leadet, ist das ein sehr schlechter Lead für uns. Oh, aber wir probieren es trotzdem mal. Wir gucken mal. Scheiß drauf. Gucken wir mal, ob ich smart genug bin, dieses Team zu spielen. Ab geht's. In den ersten Kampf gegen Jutt. Oh, natürlich kommt da Instant Golden Go. Das ist natürlich klar. Vulnona ist deutlich schneller, aber Talonflame kann uns halt auseinanderzünden. Ne? Gehe ich auf die Terra Feuer? Wir resistieren den Flare Blitz und den Stahl Move. Aber wir können wiederum nicht viel gegen die beiden machen. Deswegen lassen wir maybe Vulnona hier sterben. I don't know. Drücken wir einen Flare Blitz auf Golden Go? Probably. Ah, man. Donnerblitz. Wow. Wild. Das habe ich nicht kommen sehen. Na gut, das ist ein totes Fiaro. Und wir haben leider keinen Rückenwind draußen jetzt. Aber dafür den Schleier. Ha. Oh Gott, ey, das ist ja... Puh. Okay, wir versuchen mal Basket Legion irgendwie als letztes reinzuholen und zu cleanen. Lapras nimmt halt locker einen Donnerblitz und so. Ja, du know. Wir brauchen eigentlich die Terra für den Schluss, oder? Was hat der denn noch im Team? Er hat halt noch Electek und sowas. Hm. Golden Go wird zurückrufen. Okay, was kommt rein? Tinkertron. Okay. Mhm. Brave Bird geht auf Lapras. Okay, wir haben natürlich den Death Boost wegen dem Eis und natürlich auch den Schleier. Also wir sind relativ chunky und wir verfehlen Lehmbrühe auf Talonflame. Das ist natürlich mega geil. Da freue ich mich immer. Geht er für den Gigatonnenhammer? Dann wechseln wir raus zu Basket Legion. Und Lehmbrühen nochmal. I guess. So, Mirko, danke für die 16 Monate, du geile Sau. Schauen wir mal. Mogli, okay. Alright, alright, alright. Da kommt der Flare Blitz. Okay, der Burn ist unfortunate, aber wir sind spät.
speziell, von daher juckt es uns nicht wirklich. So, wir gehen auf Surfer und auf die Lehmbrühe. Denn dann kriegen wir probably Heal. Ja, der hätte leider schon sterben sollen, ha. So, da kommt der Riesenhammer. Der macht gar nichts tatsächlich. Das healt unser Lapras, das ist super. Tinkerton wird getroffen. Life or Burn wird wahrscheinlich reichen, um das Ding rauszunehmen. Schauen wir mal. Ja. Ja, das war's leider. Ja, also die Lapras-Surfer-Kombi mag ich, aber... schwierig. Okay. So, da kommt Golden Go. Golden Go hat noch sehr wenig Leben. Und die Sidgwick. Die Sidgwick war, glaube ich, ein Pflanzenmon, ne? Okay. Als allererstes wird Vulnona kommen. Und ich glaube, die Sidgwick werden wir auseinandernehmen, oder? Gehen wir auf die Mondgewalt? Ich glaube, wir gehen auf die Mondgewalt. Sollen wir an der Stelle Feuerterran? Ich glaube. Und hier gehen wir straight auf Blizzard, weil das trifft beide und wird Golden Go töten und den anderen auch. Die Eisterra macht jetzt nicht so viel Sinn, außer die Laubklinge, die kritten kann. Mal sehen, ob er da Laubklinge Donnerblitz reingeht. Das werden wir aber beides tanken, ne? Weil wir haben noch Schleier. Außer es ist ein Crit. Feuer. Oh, das ist stark. Das ist natürlich stark. So, da kommt der Goldrausch. Okay, das war ein Crit gegen Vulnona, ja. Wollte ich gerade sagen, Bro. Und da kommt die Laubklinge und die reicht Gott sei Dank nicht. Golden Go ist tot und das Sidgwick kriegt leider keinen Freeze. So, jetzt hört es auf zu schneien. Das heißt, Lapras ist ziemlich sicher tot. Und Blizzard trifft halt nicht mehr safe, ne? Warte, war Vulnona schneller als die Sidgwick? Weil wenn ja, kann ich aussetzen. Aber ich glaube nicht, dass er schneller war. Das ist, um ehrlich zu sein, meine einzige Chance zu gewinnen. Und die Chance hat er uns gerade genommen. Ha! Gefriertrockner, Eissturm. Ja, der wird uns leider auseinandernehmen jetzt, ne? Der Crit auf Vulnona war kinder ass. Okay, jetzt muss ich zweimal Blizzard treffen. Und maybe freezen wir? 30%? Nein? Schade. Ja, starkes Spiel. GG an der Stelle. Sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Feuermons kann man nicht freezen. Man kann Feuermons nicht mehr freezen? Seit wann?
Seit wann kann man Feuermonds nicht freezen? Der Crit, der Burn, der Miss, ja. Ja, ist okay. Nehmen wir. Wie gesagt, Leute, wir sind bei Wi-Fi Battles auf dem Sephiron-Kanal. Beziehungsweise bei Gameboy oder wo auch immer. da gibt es immer wieder die maximalen Hacks. Okay, wir haben einen mit Magma. Beim letzten Mal war es Electek und dieses Mal ist es Magmar. In diesem Kampf ist halt sein Gordrom sehr stark. Und wir haben mit Tauros leider keine Feuerattacke. Oder? Das macht rasender Stier noch gleich? Bin mir nicht mehr sicher. Okay. Wir gehen mit den beiden wieder rein und dann, wir nehmen einfach das gleiche Team nochmal. Das war okay. Rasender Stier ist Feuer. Okay. Und bricht Schilde. Okay. Ja, gemeine Pokémon im Gegnerteam, ne? Alleine Archaludon ist mega mies, weil das Ding jetzt mit Prügler direkt auf plus 4 und wir können halt nicht so viel dagegen tun, weil wir halt... Ne? Ihr wisst. Basque Legion kann mit Spukball maybe da was machen. But yes. Gehe ich auf die Terra? Not really. Ja, Talonflame bringt uns hier nicht viel, um ehrlich zu sein. Talonflame bringt uns hier leider nicht so viel. Das Team ist, by the way, das schwächste von meinen Teams. Meiner Meinung nach. Okay. Die Feuerterra ist okay für uns, um ehrlich zu sein. Hätte ich Blizzarden sollen? Dann hätten wir das... Nevermind, wir outspeeden ihn eh nicht. Okay. Wait a minute, das hat Kugelsaat mit dem Würfel, ha? Huh? Dass er Minimum viermal trifft. Oh, das ist auch ein cooles Set. Das ist auch ein cooles Set. So, da kommt eine Body Press. Das setzen wir aus. Und Mouse Hold geht down. Dann kann er nämlich seine Death Boosts nicht mehr weaponizen gegen uns. Bye bye. Und da ist die Body Press. Ja, starke Runde für uns. Da kommt Incineroar. Okay. Interesting. Ja, hier ein Wasser-Pokémon. Ist sehr cool. Und wir haben zwei Wasser-Pokémon in the back. Ich gehe einfach mal für eine Mondgewalt und für eine Akrobatik. Geht auf Mogelhieb. Alright.
Leider ist bald der Screen wieder weg und wir sind eigentlich auf den Screen so ein bisschen angewiesen. So, das ist in Ordnung. Das ist tipptopp. Okay, gehen wir auf Best Collegian. Wer schneller? 130, 195. Oder gehen wir... Nee, wir gehen auf Lapras. Weil Lapras kann geheilt werden. Und die Body Press ist jetzt noch gesperrt. Und jetzt können wir halt auf Lehmbrühe gehen. Treffen leider nur 85%. Das ist natürlich sehr crappy, aber... Jo. It is what it is. Oh mein Gott. Digga, was? Wie wenig Schaden macht das bitte? So, Crit gegen Lapras ist natürlich wieder super geil. Wir treffen aber zum Glück die Lehmbrühe. Macht super schönen Schaden. Und wir sind lustigerweise schneller als Incineroar. So, bitte töte Talonflame, Bro. Nervig. Das ist nervig. Okay, er wird niemals auf Talonflame gehen, weil Talonflame einfach absolut kein Threat für ihn ist. Und er wird Lapras auf jeden Fall versuchen zu killen. Die Frage ist, wechselt er raus? Nein, er bleibt drin, geht auf die Lichtkanone. Okay. So, die Lehmbrühe trifft beide und das ist ein Double KO. Das ist richtig gut. So, sein Archaludon haben wir ein bisschen outplayed mit dem Aussetzer. Das war ein relativ guter Play. Haben wir seine Body Press blockiert, die auf plus 5 war, glaube ich. Und jetzt ist der Schnee weg. Das bedeutet, Blizzard is gone. Eine Runde haben wir aber noch den Dingens. Jetzt ist die Frage, geht er mit Rillaboom? Auf Lapras? Ehrlich gesagt, könnten wir auf Talonflame gehen oder lassen wir ihn in der Hinterhand? Ich glaube, wir lassen ihn in der Hinterhand. Gehen auf einen Gefriertrockner. Und mit Best Collegian terran wir und gehen auf den Blizzard. Und das ist 3 zu 1. Müssten wir eigentlich im Sack haben. Wenn wir nicht maximal jetzt irgendwie noch verfehlen und verkacken. So, da kommt der Woodhammer. Der nimmt Lapras raus. Wenn wir den Blizzard treffen, sieht's gut aus. Aber wir verfehlen. Das ist natürlich klar. Und das ist, by the way, der Worst Case, ne? Wenn wir mit Best Collegian verfehlen und Lapras stirbt. Ja. Das ist natürlich der. Das ist natürlich wieder die einzige Möglichkeit, wie wir verlieren können. Aber hey. So. Boom! Big Shuck. Okay, den Sieg haben wir uns nicht nehmen lassen. Talonflame kam durch und hat Borko einfach weggezündet. Huh, okay. Geht immer daneben, wenn es drauf ankommt. Ja, ja. By the way, der Gegner hat keinen Drop von der Lehmbrühe bekommen. Ja, der vorherige Gegner auch nicht. Also wir haben noch keinen einzigen Drop bekommen von der Lehmbrühe. Aber it is what it is. So. Ein Sieg, eine Niederlage. Das ist doch was.
Hab ein So Hisui Soroa, Delfinator, Hisui Silvaro und Schlur mit Bizarro-Raum. Oha. Das ist auch ein sehr interessantes Team. Okay, Wackerer. Und er hat ein männliches Salmagnus. Okay. Ja, Duraludon bzw. Briduradon ist halt einfach wieder ein Problem. Und wenn er nicht Terra Feuer ist, schwierig. Pelipper ist langsamer als Foxy. Dementsprechend leaden wir nicht mit ihr, sondern maybe direkt mit den beiden. Sie, um maybe das Wasser wegzumachen und... Pam. Okay, komm, wir nehmen Phoenix. Das ist... Ja, Tauros sehe ich hier gerade nicht so, aber... Regenteams sind crazy zurzeit, okay. Ja, Psy-Spam / Regen, die sind natürlich auch nicht von gestern, ne? Also die machen auch, die haben auch sehr gute Teams hier. Gegen die wir ein bisschen ein schwieriges Matchup haben, um ehrlich zu sein. Weil alleine das da, ist einfach schwierig. Aber gut. Wir geben nicht auf. Gehe ich auf die Rollwände? Oder gehe ich auf Spukball, um Hatterene zu killen? Ich könnte halt mit Vulnona den Dingens holen. Aber im Bizarro-Raum sind wir dann langsam und nehmen zwei Hits. Nee, komm, wir greifen einfach an. Oh, das Ding geht für Spotlight. Whoops. Ja, perfekt. Das ist natürlich schlecht. Und der Blizzard geht daneben. Perfekt. Er geht straight auf Flächenmacht. Wow, okay. Interessant. Jo. It is what it is, ne? Ich wechsle jetzt nicht raus. Wir machen einfach Double-Double. Das ist gar kein Problem. Wir heilen Lapras, lassen Beske Legion sterben. Das ist in Ordnung. Bräuchten wir zwar noch für später, aber hey. Alter, das macht schönen Schaden. Damn. Und wenn wir die Lehmbrühe, den Blizzard treffen, dann wird das ein Double Kill. Okay. Wild. Anpassung Life Orb halt. Stimmt. That is true. Okay, jetzt hat er halt. Hat er halt kein Bizarro Orb mehr, theoretisch, ne? Ja, der ist halt mies nervig jetzt, ne? Ist halt wieder er. Oh nein, Bruder. Als ob er jetzt mit Pelipper kommt. Okay. Wir gehen zu Talonflame, weil da jetzt eine Lichtkanone kommt. Das wird er sich auf gar keinen Fall nehmen lassen. Und mit Gefriertrockner bumsen wir dieses Pelipper raus. Der Elektrostrahl kann es natürlich auch sein, wegen Regen. Der geht dann eher auf Lapras, aber das nehmen wir.
Das nehmen wir. Okay, er protected. Und da kommt der Stromstrahl. Ja. Okay. Ja, fair. Okay. Gehe ich auf Rückenwind und fitze Pelipper weg? Er könnte dann halt wieder Stromstrahlen, ne? Und ich könnte das verhindern. Nee, komm, wir müssen seinen Pelipper irgendwie ausschalten. Wir müssen seinen Pelipper ausschalten und Gefriertrockner ist einfach zu gut dafür. Vierfach Stab, ne? Okay, mit dem Sash hätte ich rechnen sollen. Mit dem Sash hätte ich rechnen sollen. Na gut. Oh, Stand. Oh, wow. Okay, das ist strong. Damit habe ich nicht gerechnet. Dass er auf die Standpauke drückt anstelle vom Stromstrahl. Weil Stromstrahl wäre ein plus 2 gewesen, right? So, und jetzt geht er natürlich auf die Lichtkanone. Und wir drücken auf den Blizzard. Weil er wird... Ah, er könnte protecten mit Pelipper. Oder er will das Game schnell abschließen. Aurora-Schleier wäre ein Read gewesen... Wenn er protected. Okay, kann ich Duraludon freezen? Nur mal so eine Frage. Ist halt immerhin eine 30%ige Chance. Nee, okay. Schade. Ja, den Protect hätte ich readen sollen. Da hätten wir einfach auf den Aurora-Schleier gehen können. Aber hey, wir haben immer noch eine Chance zu freezen. Und wenn er gefreezed ist, dann Moonblasten wir. Nein, okay, schade. Ja, ist halt stärker, ne? Ist halt einfach stärker. Wir brauchen einen Freeze, sonst war's das. Freeze und danach Flinch oder so. Crit, meine ich. Well, der Crit kam, aber nicht auf meiner Seite. Ja, stark, stark, stark. Hey, Briduradon. Ist halt einfach Briduradon, ne? Mit Briduradon verliere ich persönlich praktisch kein Game. Briduradon ist einfach super strong. Insbesondere, wenn man weiß, wie man das Ding spielt. Ja, der Sash auf Pelipper war so ein bisschen unfortunate. Ich hätte maybe gewinnen können, hätte ich den Protect gereadet und wäre auf einen Aurora-Schleier gegangen. Ja. Dann wären wir einfach auf keine Crits angewiesen gewesen und so, ne? Aber, ey. Er hätte auch einfach, ne, wir hätten geterrat und er hätte auch einfach um Meteorologe gehen können, weil er sich denkt, ja, scheiß drauf, ich greife jetzt einfach an, ne? Ich finish das Game. Aber gut.